Hallihallo und herzlich willkommen zur nächsten Folge von Let's Play The Legend of Pokémon Diamant Pokémon Diamant Edition. So, wir gehen da jetzt nochmal rein und ich krieg meinen Glibunkel. Ja, ich krieg meinen Glibunkel. Mir egal, ich will meinen Glibunkel. Und mein Glibunkel kommt auch sofort mit ins Team, egal ob es was reißen kann in der Arena oder nicht. Ist mir wurscht. Ich muss eh nochmal gucken, wo ich diese blöde VM-Dings zerkriege. Glibunkel ist hier gleich rechts. Du bist kein Glibunkel, verpiss dich. Flucht. Okay. So. Hier ist es. Irgendwo hier. Ich will dich haben. Du bist süß, aber nicht, was ich suche. Ich will dich haben. Ich will dich haben, Glibunkel. Du musst mir gehören. Nein! Ich werde hier reingehen, bis ich mein Glibunkel habe. Koste es, was es wolle. Ich will mein Glibunkel. Besser, aber kein Glibunkel. Ich werde hier nichts fangen, bis ich ein Glibunkel kriege. Da könnt ihr machen, was ihr wollt. Nein! Nein, 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 nein! Also die Pokesh-Funktion gibt es hier gar nicht mehr. Die wurde scheinbar removed. Ja, da kann ich ja dann lange suchen, ne? So, ich geh mal kurz. Die gibt's tatsächlich in strahlender Diamant nicht mehr. Das ist ja lustig. Okay, weiter geht's. Glibunkel, du musst uns gehören. Nur um auf Nummer sicher zu gehen, ist das Richtige, ne? Ja, definitiv das Richtige. Glibunkel, du musst mir gehören. Du kannst machen, was du willst, Glibunkel. Du gehörst mir. Ich werde mein Glibunkel finden. Und wenn es mich zigtausend Euro kostet. Ich werde meinen Glibunkel finden. Ja? Die 60 für Arceus sind zu viel, aber 100.000 für Glibunkel, easy. Man muss aber schon sagen, es ist verdammt kacke, dass das so unwahrscheinlich ist. Glibunkel hat eine 10% Chance. Angeblich. Ich check's nicht ganz, weil das irgendwie dann auf 110% hochgeht. Aber mir kann mir ja egal sein. Dich nehme ich auch. Oder? Hab ich dich schon? Ich hab dich schon. Dich nehme ich nicht. Verdammt. Wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit für ein Enton? In Areal... Was ist denn das? 5? 6, glaube ich. Anton, hohes Grasareal 6. 4%. Ich habe eine 10% Wahrscheinlichkeit auf Glibunkel und kriege einen Anton mit 4. Hammer. Mein Glück mal wieder, ne? Oh nein. Felino hat in Gras 6 die Wahrscheinlichkeit 20%. Okay, ja, das ergibt Sinn. Morlott ist ein bisschen arg überrepräsentiert, aber sonst... Nee, doch. Mordor hat 15 nur. Yes! Komm, mein Team, bitte. Ich liebe dich. Yes! Glibunkel, yes! Nice! Alles, was ich brauche. Für Glibunkel wurde ein Eintrag angelegt. Das Giftmund-Pokémon. 70 cm groß, 23 Kilo schwer. In seinen Backen befinden sich Giftbeutel. Es versucht, Beute zu überrumpeln, um dann mit seinen hochgiftigen Fingern zuzustechen. Yes! Nice. Männlich. Der Georg. Es tut mir leid, Daisy.
Es tut mir leid, Daisy, aber ich muss. Gut, der Rest ist eigentlich scheißegal. Was gibt's denn sonst noch so Spannendes? Das ist Superangel, das habe ich noch nicht. Gibt's noch irgendwas? Eine 1% Chance auf Aetherial. Aetherial ist etwas, was ich nicht fangen werde. 1% ist mir dann doch ein bisschen zu riskant oder zu niedrig. Das sind immer die gleichen Pokémon. Das sind echt immer die gleichen, ja. Wir haben basically schon alles gefangen, was hier geht, außer es ist Aetherial. Das Aetherial ist überall 1%. Prozent in Areal 5. Oho. 1% überall anders. Okay, wir versuchen noch einen Aetherial zu kriegen. Falls wir überhaupt bis Areal 5 noch kommen. Das müsste hier sein, ne? Areal 5. 5% Chance. Wir haben gerade einen Enton mit 4 gesehen. Und einen Morlott mit 15. Das wäre aber das Letzte und ich werde nicht Geld dafür ausgeben, eine Zirl zu kriegen. Die kann man auch züchten, glaube ich. Fast. Was gibt's denn sonst noch so? Es gäbe noch Pion Scorer, die wären auch noch cool. Aber ein Pion Scorer ist schwierig. Nicht, wenn ich nicht weiß, wo es ist. Wenn ich wüsste, wo es ist, könnte ich es versuchen. Weil Pion Scorer brauche ich auch noch. Wie ist denn das? Kann ich Pion Scorer noch woanders fangen? Fundorte. Okay, nur im Großmoor oder in Untergrundhöhlen. Hahaha. Oh, ich habe die so lieb, aber ich kann die nicht gebrauchen. Leider. Ein weibliches. Süß. Kann auch sein, dass es gar nicht verfügbar ist aktuell. Okay, noch ein Morlott, das ist auch okay. Irgendwann kriege ich noch einen Pion Scorer, aber nicht mehr heute, denke ich. Ich laufe wie gesagt einfach noch meine Schritte fertig. Warum auch nicht? Daumen sind gedrückt, Augen zu. Nein. Es ist noch da. Daumen gedrückt, Augen zu. Nein. Komm schon. Jawohl. Damit habe ich eigentlich so ziemlich alles, was ich hier kriegen kann. Das einzige ist ein Pion Draghi und ein Entoron. Aber ich glaube, beide sind nicht verfügbar heute. Das gepunktet Pokémon. Dieses Pokémon lebt in der Nähe von Gewässern. An Land kann es sich schnell fortbewegen, indem es auf seinem großen Schweif hüpft. Aetherial, wie nennen wir dich denn? Anja ist doch ein schöner Name. Du darfst in eine PC-Box. Ah, siehst du mal, ne? So nach und nach fischen wir die Kacke hier leer. Jetzt gibt es aber wirklich gar nichts mehr. Das ist halt das Problem. Wenn ich jetzt wüsste, wo Pion Scorer auftauchen kann, oder ob das einfach wirklich reiner Zufall ist und das überall sein kann. Das ist halt die Frage. Ich guck mal. Pokémon Großmoor. Tages-Pokémon. Ich will das mal kurz gucken. Tages-Pokémon. Jeden Tag erscheint eins der folgenden Pokémon als Spezial-Pokémon als Pokémon. Okay. Hä? Ergibt keinen Sinn. Oh. Hups. Okay, vielleicht haben wir jetzt zwei Glibunkel. Das ist auch okay.
Okay, vielleicht haben wir auch keine zwei. Okay, da hat es keinen Bock drauf. Ja, ich mache die Schritte leer und dann gucke ich ein bisschen ins Fernglas und guck mal, wie viele von diesen Pages-Pokémon noch auftauchen. Wenn wir Pion Scorer sehen, hole ich es mir noch. Wenn wir Pion Scorer sehen, hole ich es mir noch. Ich finde es, by the way, saumäßig unlucky, dass ich so viel Pech hatte und jetzt gleich fünf Glibunkel hintereinander so gefühlt. Hallo Felino, du bist süß und alles, ich weiß es. Mir leid. Okay. Theoretisch könnten wir auch die entwickelte Form von Glibunkel gleich fangen. Aber brauchen wir nicht, wir entwickeln uns das selber, ne? Ist doch klar. So, okay. Es müsste eigentlich gleich klingeln. Ich will kann mal versuchen, stecken zu bleiben. Oder auch nicht. Okay. Gut. Nein, das habe ich nicht gemacht. Wir gehen da nochmal rein und gucken ein bisschen mehr ins Fernglas, ob wir irgendwo einen Pion Scorer entdecken können. Falls ja, will ich das auch noch haben, weil dann bin ich nicht durch im Endeffekt. Nein. Nein. Nein, aber gut. Nein. Nein. Danke. Ja, versuchen wir mal hier. Nein. 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 Vollkommen irrelevant. Nein. Nein. Ich werde fünfmal werde ich es versuchen. Insgesamt. Wenn es dann nicht da ist, ist es definitiv heute nicht erreichbar. Oder ne, heute nicht erhältlich. Nein. Oh, ich liebe dich, aber nein. So, das ist jetzt, glaube ich, Nummer 4. Nein. Ja, es sieht schlecht aus. Du siehst gut aus, aber es sieht schlecht aus. Okay. Jetzt nochmal einmal da und einmal da rechts und dann... Entweder ist da ein Pion Scorer oder es ist kein Star. Nein. 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 Leider nicht. Okay. Ja, es sieht schlecht aus. Das heißt, ich muss hier irgendwann anders nochmal wiederkommen. Oder ich finde es im Untergrund. Mal gucken. Den Untergrund müssen wir uns auch noch angucken. Nein. 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 Schön, aber nein. Am Ende erfährt man noch, wo das Noctu ist. Aber Noctu haben wir halt auch schon. Okay. Das soll es hier erstmal gewesen sein. Dann fragen wir uns doch mal hier ein bisschen um, oder? Hallo. Manche Trainer verhindern bewusst, dass sich ein Pokémon entwickelt. Sie warten damit, bis es durch Levelaufstieg eine bestimmte Attacke erlernt hat. Ja, das passiert, machen wir aber wahrscheinlich nicht. Du erinnerst mich an diesen hibbeligen Jungen, den ich vor kurzem getroffen habe. Er hatte ein sehr enges Verhältnis zu seinem Pokémon, genau wie du. Danke, dass du mich zum Lächeln gebracht hast. Ich möchte dir etwas schenken. Okay. Jetzt erhalten wir Blütensticker. Ah, danke dafür. Jemand hat mir eine Beere gegeben, also habe ich sie eingepflanzt, damit aus ihr noch mehr Beeren wachsen. In Herzhofen habe ich aus den geernteten Beeren dann Knospe zubereitet. All diese Mühe hat sich ausgezahlt, als ich sah, wie glücklich mein Pokémon über die Knospe war. Na, dann ist ja alles schön. Würde ich mal behaupten, gell? Hier ist nichts, okay. So. Gut. 1,5 Folgen nur Pokémon-Radar. Krass. Pokémon Großmoor. Die Freundin meines Bruders ist die Wellnessfrau aus Schleide. Die beiden haben immer ihre Pokémon dabei, wenn sie etwas unternehmen. Wie schön. Aha. Hallo, ich möchte mir dein Pokémon ansehen. Vielleicht ist es hier eines Schals würdig. Aha, verstehe. Ja, das ist nicht das, was ich mir erhofft hatte. Ich möchte dich nicht anlügen, daher sage ich es dir offen ins Gesicht. Dieses Pokémon ist nicht schlecht, aber gut ist es auch nicht. Es ist einfach so lala. Wenn du seine Ausstrahlung verbessern willst, dann gib mir ein paar Knospe. Nein. Die Wettbewerbe machen wir irgendwann, aber nicht jetzt. Nicht jetzt. Irgendwann gewinnen wir die auch. So, okay. Wie war das? Hier hatte ich glaube ich schon alle gesprochen. Da war so ein Kampftyp und rechts war irgendwas anderes. Ja, genau. Gut. Mal gucken, ob mir noch irgendwas aufhält, sage ich mal. Weidebus Arena-Leiter, wie soll ich sagen? Er ist grandios, wenn auch auf seine seltsame Art. Es ist schwer zu erklären, aber wenn du gegen ihn antrittst, wirst du sehen, was ich meine. Okay. Weideburg, die Stadt am Großmoor. Oh, wie schön.
Und dann nehme ich mal die alle mit, bitte. Und gebe natürlich nichts zurück, so wie immer. Sorry, Schluck auf. What? Hilfe. Ja, die hier bitte noch. Die dann auch noch. Wie üblich, alles leer machen, was da ist. Hier ist nix. Was? Krass. Jemand im Großen hat mir kürzlich eine TM angeboten, habe ich auch abgelegt. Ich brauche sie nicht. Denn sollte ich hier mal Nebel aufziehen, wird unser Arenaleiter den sicher durch den Einsatz von Aufsatzlockern beseitigen. Aha, danke. Ich stehe hier exakt in der Stadtmitte. Ja, siehst du mal, ha? Warst du schon mal auf dem Pokémon-Landgut? Der Besitzer, Herr Reichedel, liebt nichts mehr, als von seinen seltenen Pokémon zu schwärmen. Ja, das ist korrekt. Aha, ein Safari-Spiel. Haben wir schon gemacht. Machen wir weiter. Ich studiere seltene Pokémon, die man nur im Großmoor findet. Aha, das ist ja sehr interessant. Hier liegt garantiert irgendwo ein Item. Aha, na dann, von mir aus. So. Die Stadt machen wir auf jeden Fall mal durch. Und danach ist alles schön. Ich gehe ganz schnell nur spazieren, liebe es überall Beeren zu pflanzen. Ich werde dir auch eine Beere geben. Warum pflanzt du sie nicht irgendwo ein? Stimmt, das ist eine der Bären-Ladies. Man kriegt bis zu 3 Beeren am Tag, glaube ich. Ja, meine Schwester sammelt die täglich, also komm doch bald wieder vorbei. Wir kochen auch mit Beeren und wir mischen sie. Das ist so lecker. Na dann. Na dann, bei mir gibt's Pommes. Das ist genauso lecker. Ich habe im Großmoor von Weideburg ein seltenes Pokémon gefangen. Du musst da auch unbedingt mal hingehen. Ich kann es dir nur wärmstens empfehlen. Okay. Wo wir gerade bei seltenes Pokémon sind. Hey, Georg. Was geht? Was kannst du denn so? Spezialverteidigung erhöht Initiative. Das ist natürlich wieder super hilfreich, ne? Verhöhner. Mhm. Schmeichler. Das ist leider ein sehr ungünstiger Movepool. Egal. Egal. Was hast du denn so im Markt? Ich weiß, ich muss wahrscheinlich erst die Arena fertig machen, aber naja. Oh, eine Glibunkel-Statue, die ist ja voll schön. Wie kann ich dir helfen? Etwas kaufen, please. Das ist schön. Das ist sehr schön. Nice, langsam wird es ein bisschen mehr. Okay, nee, passt schon. Diese Holzschnitzerei stellt das Pokémon Glibunkel dar. Obwohl es aus Holz ist, hat man doch das Gefühl, als würde es Gift absondern. Oh, wie cool. Glibunkel ist das offizielle Maskottchen der Stadt. Es ist so unheimlich süß. Wir hoffen, es findet Fans auf der ganzen Welt. Ich bin ein Fan. Definitiv. Ja. Die Regale sind mir egal. Sollst du erst Sticker auf die Kapsel kleben und diese dann am Pokéball befestigen und fertigen. Ein weiterer von mir persönlich gestalteter Pokéball. Einzig in seiner Art. Nice. Nice. Gut. Okay, dann sind da noch 2 Häuser. Und passt das. Ah, das eine Haus ist ja auch wichtig, aber nicht dieses, das andere. Hey, sag mal, du weißt doch sicher, dass das Pokémon Burmy verschiedene Formen hat, oder? Ich weiß es der Zuschauer vielleicht nicht. Und besitzt du Burmy in allen verschiedenen Formen? Nein. Du hast ja nicht mal ein einziges. Magst du sie nicht? Sie sind doch so putzig. Betrachten wir doch mal das Pokémon Burmy. Es zeigt uns, dass man sich abhängig von der Umgebung, in der man lebt, verändert. Na dann. Wirklich sehr... Klasse. Alle nennen mich Attacken-Maniac. Ich kenne nämlich sämtliche Attacken, die ein Pokémon erlernen kann. Ich kann auch deinen Pokémon-Attacken beibringen, wenn du magst. Als Gegenleistung hätte ich gerne eine Herzschuppe. Oh, fantastisch, eine echte. Lass mich raten, ich soll deinem Pokémon eine Attacke beibringen. Welches Pokémon darf sein? Ja. Was kann er denn noch so? Giftstachel. Lehmschelle. Ja, das bringt jetzt alles nichts so. Ja. Ganz bestimmt komme ich wieder vorbei. Ganz bestimmt. Gut. War ich hier schon drin? Ich glaube schon, oder? Bin mir nicht sicher. Vielleicht haben wir jetzt nur noch die Arena übrig. Oh, nee, war ich nicht. Im Großen gelangt man per Eilbahn im Nu von A nach B. So wird auch das empfindliche Ökosystem nicht so gestört. Ja. Die Leute trampeln halt trotzdem rum, so wie ich, auf der Suche nach einem Pion Scorer. Aber passiert. Gut. Okay, wir sind in der Arena von Weideburg. Der Wellenbrecher Marinus, Meister der Fluten, ist bereit. Ja, dann machen wir das mal, gell? Die Arena war cool. Ich finde es lustig, dass hier alle angeln, obwohl da gar kein Wasser ist. Helden.
Marinus, der Arenaleiter. Ich meine natürlich, Wellenbrecher Marinus ist der Meister der Wasser-Pokémon. Ich finde ja, dass du enorm mutig bist, wenn du versuchst, Wasser-Pokémon mit Feuer- oder Boden-Pokémon zu bekämpfen. Aber letztendlich ist das natürlich deine Entscheidung. Dann liefern uns mal einen guten Kampf. Viel Erfolg. Wie freundlich. Da geht's nicht weiter. Da geht's auch nicht weiter. Wir haben nur einen Weg, den wir gehen können. Gut. Pokémon Arena von Weideburg, Arenaleiter Wellenbrecher Marinus, anerkannter Trainer Hans-Joachim. Schön. Okay, das Gimmick dieser Arena ist, dass es hier ganz viele Orte gibt, wo man nicht lang kann. Und angeln kann man hier auch nicht. Obwohl das hier einige Leute, wie wir schon gesehen haben, in der Arena gerne mal tun möchten. Hallo du. Du bist ein Pokémon-Trainer, das heißt, ich muss dich zerstören. Ich habe nicht nur meinen Körper gestillt, sondern auch mein Pokémon und meinen Geist. Mhm. Mal gucken, was du gegen mein Luxra anzurichten vermagst. Wahrscheinlich nicht so viel. Hallo Planscher Pascal. Ein Barmeling, auch süß. Bin mal gespannt, was der Wellenbrecher Marinus dann für krasse Monster hat. Ich werde es erstmal so versuchen. Aber es kann sein, dass das schon ganz schön knifflig wird. Du bist bestimmt auf Level 30, oder? Langsam müsst ihr immer stärker werden. 26, ja. Bam. Naja. Easy Food. Easy Food und das Glibunkel wird gleich trainiert. Glibunkel wird wahrscheinlich für immer und ewig jetzt in diesem Team bleiben, weil ich Glibunkel echt mag. Ach, Georg. Du musst jetzt stärker werden. Du musst sehr viel stärker werden. Ich möchte dich einsetzen, wenn ich die Chance habe. Nein, oh Mann, du bist ja viel stärker als der Arenaleiter. Na, wenn du das sagst. Gut, hier geht's auch erstmal nicht weiter. Deswegen. Klick. So. Damit können wir jetzt hier weiter, scheinbar. Nö. Okay. Wir könnten hier das Wasser wieder aktivieren. Oh, hier ist sogar so ein Effekt. Geil. So, und hier müssen wir halt jetzt dann uns so nach und nach durchnavigieren. Und kommen aber noch nicht zu Marinus. Wie schade. Gut. Er angelt einfach im Nichts. Okay. Ja, gut. Dann beherrscht mal die Kräfte des Wassers. Ich muss euch natürlich erst alle fertig machen, um nochmal extra EXP rauszuholen. Dann passt das schon. Ein Schmerbe. Oh, Schmerbe. Oh, oh. Sag, ist Schmerbe etwa ganz zufällig schon Boden? Fuck. Oh, oh. Es ist ein Boden-Pokémon. Haha. Zum Glück. Es könnte sein, dass Marinus, ich schaue das natürlich nicht nach, aber es könnte sein, dass der tatsächlich ein Welser hat. Ich brauche ein Pflanzen-Pokémon. Ich brauche hier ganz dringend ein Pflanzen-Pokémon. Ich brauche ganz dringend ein Pflanzen-Pokémon. Just in case. Weil Welser ist ein Counter gegen Luxtra. Das wäre schmerzhaft. Pius, du bist hier leider erstmal... Achso, ich muss ja jetzt wieder R drücken. Ja. Pokémon? Ich kann in der Arena das Pokémon nicht wechseln. Oh mein Gott. So dumm. So dumm. Ich muss jetzt aus der Arena raus. Ich muss jetzt aus der Arena raus, um das Pokémon zu enden, um meine Pokémon auszutauschen. Ach Gott. Das ist ja auch dumm. Nein, das wollte ich nicht. Pokémon? Ja, ich kann... Oh mein Gott, ich kann in der Arena nicht in die PC boxen. Das ist ja dumm. Was hast du für Attacken? Hast du schon gute Attacken? Oh, Rankenhieb. Rankenhieb und Verwurzler. Verwurzler gibt dann, glaube ich, KP. Oh. Oh, das ist natürlich etwas, was sich lohnen würde. Wie stark ist mein Roselia? Carmen ist ein bisschen stärker. Aha. Carmen könnte ein bisschen stärker sein. Sie ist aber absolut nicht gut. Oh mein Gott. Roselia, wie sieht es mit Attacken aus bei dir, Roselia? Wahrscheinlich wäre es sinnvoll, einfach beide einzubauen. Behaupte ich jetzt mal. Levelaufstieg. Stachelspore auf 28. Die hast du ja sogar schon. Hä? Ach, das ist... Okay. Megasauger auf 5.
Zauberblatt auf 15. Die hätte lauter gute Attacken, aber weil mein Knospi sich so spät entwickelt hat, hat sie jetzt nur diesen Müll auf 30 Gigasauger. Das war's dann. Ach, ist ja dumm. Es ist dumm. Es ist dumm. Es ist dumm. Aber okay. Das heißt, Valentin kommt auf jeden Fall für Pius rein und ich würde sagen, Roselia auch, wenn es eigentlich dumm ist. Du kannst für Benjamin. Wie viele Herzschuppen habe ich? Ich glaube, ich habe nicht so viele Herzschuppen, ne? Ich habe, glaube ich, nur eine. Für Roselia werde ich die nicht verschwenden, wenn es nicht absolut benötigt wird. Eine Herzschuppe. Yep. Okay. Ja. Also, ja. Sandro, du darfst. Und die anderen beiden sind halt Notfallzubehör für den Fall, dass es tatsächlich knifflig wird. Okay, machen wir weiter. Aber wie gesagt, wenn der einen Schmerber hat, halte ich das nicht unbedingt für unwahrscheinlich, dass tatsächlich dann Velsa bei Marinus sein könnte. Ich weiß nicht, was sein Signature-Pokémon ist. Es könnte auch sein, dass er Bojelin als Signatur-Pokémon hat. Das wäre jetzt nicht weiter schlimm. Gut. Nächster Versuch. Wasser ist wieder so mittel. Jetzt kann ich hier weitergehen, dann komme ich zu dem. Aha! Ich bin um die ganze Welt gereist und habe dein Pokémon aufgezogen. Diese Arena habe ich als Ziel gewählt. Du wirst es hier nicht leicht haben. Haha! Na, wenn du das sagst. Wenn du das sagst, ich versuch's trotzdem erstmal. Ach du Jemine. Ist der hochdetailliert. Ein Wingaloo. Es könnte sein, dass sein Pokémon Bojelin war. Ich weiß es gar nicht mehr, was sein Signature-Pokémon war. Ich glaube, es war Bojelin, aber ich könnte mir auch Velsa vorstellen. Nee, Velsa ist es garantiert nicht. Velsa ist es garantiert nicht, weil Velsa, glaube ich, als Pokémon nicht Teil des normalen Dexes in Sinnoh war. Das kam eigentlich erst nach dem Nationaldex und wurde hier, glaube ich, extra hinzugefügt. Oder täusche ich mich? Ich weiß es nicht. Na, viel hat das jetzt nicht gebracht, aber egal. Dafür hast du noch eins. Na, das ist hier wunderschön. Bitte hab keine drei von denen. Zwei reichen. Danke. Oh, jetzt gibt das mir aber hart. Zerstört, Alter. Zerstört. Ich werde den Level trotzdem nehmen. Ich hoffe, das ist okay für dich. Währenddessen habe ich ein Venufliebes im Team. Oh, es landet ein Volltreffer, weil es gelobt werden will. Dankeschön. Du bist so lieb. Ich glaube aber nicht, dass es benötigt gewesen wäre. Jawohl. Okay. Hanna dabei zu haben ist zwar dumm, aber egal. Ich sollte eigentlich Hanna rausnehmen, weil wenn sie besiegt wird, dann kostet mich das einiges an Zuneigung. Du bist so stark wie die stärksten Trainer, die ich kenne. Oh, danke. Lieb von dir. Ja, ich kann immer stärkere Pokémon finden. So viel ist klar. Achso, dich habe ich schon. Na gut. Ich mache einfach alle fertig. Ich möchte so stark werden wie er. Auch wie süß. Viel Erfolg. Ach, wie süß. Wie süß. Davon abgesehen, das ist die vierte Arena. Wollt ihr mich verarschen? Vierte Arena. Baby-Pokémon. Wingull ist ein Baby-Pokémon, wenn man es so sehen will. Es ist zumindest die erste Form. Dieses Viech ist ein Baby-Pokémon. Schmerbe ist auch kein starkes Pokémon. Was soll die Scheiße? Ganz ehrlich. Ich werde langsam echt sauer mit dieser Kacke. Oh, Hanna wird ein Level stärker, ne? GG's Hanna. Ja, du bist Notfall. Du bist Notfall, falls es mein Luxtra nicht schafft. Aber ich nehme dich natürlich trotzdem gerne mit. Es ist so lächerlich. Es ist so lächerlich. Ganz ehrlich, da kommt wieder irgend so ein totaler Scheißdreck. Wetten? Da kommt garantiert wieder so ein Scheißdreck. Bei Marinus. Irgend so ein Scheißdreck, was viel zu stark ist. Wetten? Da könnte ich Gift drauf wetten, wenn ich schon wieder sehe, was die für einen Müll hier einsetzen, ne? Könnte ich echt die Krise kriegen. Ja, ja, bla, 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 halt die Klappe, bla, bla, bla. Ja, ja. Der weltweit die meisten Pokémon geangelt hat. Oh je, Mini, das heißt, du hast wahrscheinlich 6 Stück im Team. Du hast 3. Wow, ich habe mehr geangelt, du Idiot. Die meisten habe ich weggeschmissen, weil sie Müll waren. Wenn du 3-mal Goldini hast, hau ich dich tot. Goldini war, glaube ich, auch kein Teil vom normalen Pokédex. War auch, glaube ich, erst nationaler, oder? Na, ich glaube, Goldini war sogar dabei. Ich weiß es gar nicht mehr sicher.
auf meinen nächsten meisterhaften Schachzug. Mein meisterhafter Schachzug ist, Ramme ist tot. Fertig. Okay. Aber trotzdem, auch Goldini ist eine erstentwickelte Form. Was soll das? Es ist so lächerlich, es tut mir leid. Gut. Valentin, dein Einsatz. Zeig mir, was du kannst, Valentin. Zeig mir, dass du es verdient hast, in diesem Kampf eingesetzt zu werden. Sogar die Animation zeigt, wie sehr das Vieh stinkt. Oh mein Gott. Vierfacher Schaden reicht doch, oder? Jawohl. Gut gemacht, Valentin. Erster Kampf gewonnen. Sehr gut. Oh. Der hat ja sogar mal was richtig Gutes. Nicht immer dieselbe Scheiße, die schwach ist. Mensch, das muss dieser Schwierigkeitsgrad sein. Am Anfang hat die Arena noch ein bisschen arg gestruggelt, aber mittlerweile ist sie ja gar nicht mehr so extrem scheiße. Wahrscheinlich haben sie ihn schwerer gemacht, weil man an dem einfach vorbeilaufen kann. Weil man muss ihn ja nicht ansprechen. Deswegen haben sie ihn wahrscheinlich ein bisschen besser gemacht. Ja, es ist so lächerlich. Naja, okay. Dann killen wir halt schnell das Garados. Und gucken dann mal. Easy. Weiter so. Oh, wie süß. Georg erreicht sogar noch Level 23. Jawohl. Hanna sogar noch Level 20. Na okay, man nimmt, was man kriegt, gell? Doppelkick. Na klar. Klar, komm weg. Eigentlich ist es ja egal. Den Angler Alf haben wir damit auch besiegt. Ja, ja, bla bla. Jetzt bin ich gespannt. Das müsste jetzt der letzte Form sicher ein Tod, ich meine, vor Wellenbrecher Marinus gewesen sein. Schwer ist es natürlich nicht, das Rätsel, ne? Da braucht sich jetzt hier keiner irgendwelche Gedanken zu machen. Hä? Da drauf geht, dann komme ich doch nirgendwo mal hin. Was ist das denn für ein dummer Scheiß? Oh mein Gott. Voll der Troll. Okay. Jetzt können wir wieder auf die andere Seite gehen, dann kommen wir da ganz runter. Erreichen hier etwas, was egal ist. Und hier auch. Müssen dann da wieder hoch und das müsste dann der finale Trainer sein vor dem Kampf. Okay. Wie die Tosen der See spüle ich alles im Vorfeld, was sich mir in den Weg stellt. So bin ich eben. Na dann. Dann haben wir schon mal die Arena weitestgehend geklärt. Dann gehe ich nochmal im Pokémon Center heilen, stelle mich dann vor den Marinus und das soll dann das Ende der Folge sein. Letzte Folge machen wir den Marinus dann tot. Schalellos, warst du ein Boden-Pokémon? Ich bin mir nicht sicher. Es gibt hier so viele Wasserboden-Pokémon. Der Bedroher. Noch ein Baby-Pokémon. Kannst du denn kein Gastrodon haben, Alter? Sehr effektiv. Kein Boden-Pokémon. Dann gibt's auf die Fresse. Bam. Weg mit dir. Fertig, aus. KP, so gut wie keine. Naja, vielleicht schafft Valentin noch Level 25. Das könnte helfen. Warum? Kannst du nicht einen Pelipper haben? Wann entwickeln sich die Viecher? Ich guck das jetzt nach, wann sich Wingull entwickelt. Wenn ich da was unter Level 24 sehe, dann knall ich dich. 25, ja. Okay, dein Glück. Gut finde ich es nicht, aber dein Glück. Er hat nur Anfangsentwickelte. Er hat nur Schwache. Es ist krass. Es ist so krass. Es ist so krass. Es ist so schlimm. Es ist so traurig. Aber okay, dann wird ja Marinus, denke ich mal, auch nicht schwer sein, oder? Wenn die Arena genauso aus Pfeifen besteht wie die Kampfarena auch, kann das ja gar nicht anders, ne? Hoffe ich zumindest. Die Welle hätte mich... Was, diese Welle hätte mir nicht mal das Geschirr spülen können. Oh, der Arme. Gut. Naja. Hatte ich dich schon? Die hatte ich doch auch noch nicht, ne? Oh, doch. Ja. Okay. Danke für diesen lebenserhaltenden Tipp. Ich gehe nochmal kurz Pokémon heilen, gell? Bin gleich wieder da. Ihr Pfeifen. Ihr Pfeifen hier! Also ansonsten werde ich Klimplim und Palimpalim, nicht Palimpalim,
Haspiro werde ich nach vorne setzen, danach Kling-Pling reinhauen und dann erst kommt mein Luxtra rein. Oh, zwei davon sind in Safari-Bällen. Ah ja, ich erinnere mich. Ja, ja, alles gut. Na klar, bär ich dich bald wieder. Was ist auch sonst? Bewegen. Hanna als erstes, Konstantin danach. Falls euch die Folge gefallen hat, würde ich mich über einen Like und einen Kommentar freuen. Ebenso über ein Abo, falls ihr mich weiterverfolgen wollt. Ich werde nicht mehr tun, als dieses Rätsel nochmal machen und halt mich direkt vor Marinus stellen. Und in der nächsten Folge kriegt ihr erstmal auf die Fresse, so wie sich das nun mal gehört. So, hier haben wir ja schon mal alle. Ich guck nochmal, ich werde nochmal mit allen reden. Ja, habe ich. Du willst auch eine Maske tragen. Ja, das macht dich gruselig dann. Versprochen. Dich hatte ich schon zweimal. So, okay. Mehr, wie gesagt, mehr passiert hier nicht mehr. Wenn ihr noch schauen wollt, gerne. Viel reden werde ich nicht. So, ich find das Rätsel mega kreativ. Also, dich hatte ich ja hier schon. Zis. Moment, was hast du gesagt? Ich würde die gleichen Pokémon... Okay, du sagst mir nicht, welchen Pokémon er hat. Du sagst nur, du würdest die gleichen einsetzen, wenn du könntest. Okay, ja, wenn du das sagst. Wenn du das sagst. Na, komm. Bra. Okay. Ich hatte mir auch schon. Passt. Also dann, bis zur nächsten Folge. Tschüss.